Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut, Matt Burago, und diese Therapie ist nackt kostenlos. Wir sind hier bei Let's Play Borderlands und haben in der letzten Folge die Todeskreis-Arena hier bestanden und haben dieses glühende Feuerding da zerlegt. Was ja haarscharf manchmal war. Wir waren ja manchmal schon fast tot. Das muss man ja ernsthaft zugeben. Optimal sieht anders aus. So, ich belebe noch meinen Freund. Ich will meine Belohnung. Todeskreisfinale. 4800 lohnt sich auf jeden Fall. Mann, sollte das ein Witz sein. Das hätte ich niemand über. Das hat niemand überlebt. Die Menge will keine Helden. Sie wollen Leute sterben sehen. Nimm dein Geld und verschwinde. Alles gleiche Bärchen. So, und ich habe gesehen, wir haben einen neuen Revolver gekriegt. Vergleichen wir mal mit dem Exemplar, was wir da haben. Revolver. Ist das, was wir da haben, natürlich deutlich besser mit allem, was wir haben. Außer, dass die anderen mehr Schuss haben. Aber Butegum. So. Ausgang, diese Richtung. Okay, da können wir die Revolver, die wir jetzt da haben, noch verkaufen. Aber wir sind Platz. Ja, Medikits Revolver wäre der hier mal kurz weg. Und der hier kurz weg. So, Repeater auf jeden Fall sowieso. Und die wollen wir ja gar nicht benutzen. So. Den Rest schauen wir uns dann später mal an. So. Haben wir noch Aufgaben abzugeben? Nein, wir haben jetzt nur noch Badlands zu verlassen. Genau, das werden wir jetzt auch machen. Wir verlassen jetzt mal spontan die Badlands. Juhu! Nochmal ein Evil Jump dahinter. Mist, mit Claptrap gesprochen, das machen wir gleich machen. Erstmal nochmal das Fahrzeug hier und auf wie geht's. So. Fahren wir mal ein Stückchen nach vorne und dann gucken wir uns, was dann so los ist. So, das interessiert uns alle nicht mehr. Wir wollen jetzt hier raus. Außenposten gefunden. Glaubst du auch, dass es die Kammer gibt? Ja, sicher. Jeder redet davon. Das ist das Größte, was hier seit langem passiert. Denk nur an die ganzen Touristen. Hör mal, falls du sie findest, ihr Inhalt könnte ein Vermögen wert sein. Ich tippe. Aber nur, wenn du die richtigen Partner hast, um es zu verkaufen. Also, Partner? Nee. Reden wir nicht drüber, dass die Schleimscheiße schon kommt. So, Claptrap reden. DNS-Profil wird heruntergeladen und analysiert. Menschliche DNS bestätigt. Zugang zum Dollhead-Land wird gewährt. Warte bitte, bis ich das Gate für dich aktiviert habe. Jo, dann aktivier mal, mein Freund. Dann geht es. Geht die Hacktour wieder los. Oh. Ja! Du kannst jetzt in das Dollhead-Land einreisen. Viel Vergnügen und einen erholsamen Aufenthalt. Interessant. Auf Basis deiner aktuellen Stressfaktoren okay. Habe ich errechnet, dass du mit 94,3%iger Wahrscheinlichkeit nicht überleben wirst. Super. Das ist ja schon mal tierisch ermutigend. So, wir betreten jetzt hier mal schick die Badlands und dann werden wir uns anschauen, was dann so weitergeht. So, Dalhall Headlands. Jo, jetzt sind wir dann hier in den Headlands, genau. Sieht aber schick aus hier. Ah, da kommen wir zurück in die Badlands, alles Klärchen. So, schade, dass wir unser Fahrzeug nicht mitnehmen konnten. Das finde ich persönlich am beschissensten. Weil jetzt sind wir wieder einer auf Fußgänger. So, wenn wir mal umschauen, da sollten wir wahrscheinlich das Waffengerät mal ändern. Hier, den vielleicht nochmal durchladen. Ne, hat bloß 7 Schuss. Da ist eine Fahrzeugstation. Da ist nix. Zum Glück ist es ja nicht weit. Da ist ja schon gleich die nächste Station. Mit Ernest sollen wir reden. Wo ist denn der Ernest? Ja, interessant. Schickes Interieur. Okay. Ja. Ernest gefunden. Wo? Ah ja, bestimmt da. Okay, hier können wir ein Fahrzeug generieren. Das ist auch mal schon fein. Wir suchen immer noch den Ernest. Den Ernesto sozusagen hier. Ich glaube, der dezente Hinweis hier, der kaum wahrzunehmen ist, deutet uns die Richtung. Und ich möchte die Fischer nicht voll in Aktion erleben. So, was haben wir denn da? Oh, ja, ein bisschen Zielschießen machen ja. Ich glaube nicht. Ja, da haben wir einen Automaten. Und der hier steht einer rum. Bevor wir mit denen reden. Guck mal, seine Schränke und in sein Klo. Mal sehen, was der so reinkackt. Ach ja. SMG-Munition. Kacke ich auch immer rein. So, hallo Ernesto. Abreise aus Firestone. Ja. Du kommst gerade im richtigen Augenblick. Die Bastarde stellen sich unten da einem Kerl namens Matt Mel wieder neu auf. Er hat wieder die Straße blockieren lassen und will den in den Falle lockenden, der seine Vorgänger auf dem Gewissen hat. Das bist nicht zufällig, du?
Ja, das sind wir ganz richtig. So, neue Aufgaben. Glück gehabt. Oh, du kommst genau zur rechten Zeit. Die Banditen belagern die Kneipe der Last Chance. Hallo, Waterhand Hall. Ernest Whitting hat eine neue Mission. Ja, ist schön. Die Klappe schließt gerade die Mission. So, Last Chance Water in Hall im Süden und meinem Freund Lucky ist darin gefangen. Kurz bevor du aufgetaucht bist, hat er mich um Hilfe angefleht. Ich wusste nicht, was ich machen sollte, aber jetzt bist ja du hier. Bitte, dass du meinen Freund helfen sollst. Alles klar, nimm auf jeden Feld an. Und am Großwildjäger, was haben wir denn da? Großwildjäger, schnappe dir ein Köder, locke Skak. Skaxillas, Skaxillas, hört sich nicht gut an. Und töte sie. Siehst du hier diese riesigen Knochen hier? Die habe ich selbst ausgegraben. Ich dachte, diese Kreaturen wären ausgestorben, bis ich unter einen Wellspring-Bluff auf einen Skax stieß, der so riesig war, wie ich ihn noch nie einen gesehen habe. Er frisst Cäsium, Kakteen, Benzin und natürlich Menschfleisch, was einige seltsame Mutationen bewirkt zu haben scheint. Ein erstaunliches Beispiel einer der erfolgreichsten Evolutionen. Ich möchte, dass du dir einen Köder besorgst und einen Skaxilla tötest. Alles klar. Schwierigkeitsgrad normal. Alles im normalen Bereich. Klar. Weiß nicht, ob wir uns an den Großwildjäger schon mal ranmachen. Skaxilla-Köder auslegen. Skaxilla töten. Alles klärchen, Puppärchen. Guck mal, was wir hier in deiner Hütte noch haben. Hier ist ein Kühlschrank. Bisschen Happy für Papi. Aus dem Kühlschrank. Da lagere ich auch immer meine schicke Munition. So. Ich würde sagen, wir machen uns erstmal an diesen... Nicht an den Skaxilla, wir gucken mal ins Inventar rein. Genau, wir werden im Inventar erstmal aufräumen. Das heißt, hier kurz mal hin. Da schauen wir erstmal ins Inventar rein, bevor wir hier groß anfangen. So, Medikits, hier haben wir 28, 42 gummierte. Ausrüsten, um gummierte Granaten zu werfen. Sie prallen von Oberflächen ab und explodieren bei Feindberührung. Alles klar, was haben wir drinne? Bouncing haben wir drinne, die können wir dann alle beide verkaufen. So, Shield, da haben wir eins mit 73, drinne haben wir eins mit 296. Shield auch verkaufen. So, SMG, gucken wir mal, hier haben wir ja, Combat Rifle, schauen wir uns mal an. Da haben wir die beiden hier. Wo sind sie? Shotguns. Ah, Präzisionsgewehre sind das, alles klar. Also Quatsch, also Präzisionsgewehre vergleichen. So, das ist zwar zielgenauer, aber die Feuerrate ist geringer und das ist noch schlechter. Obwohl, wenn ich ja mögliche Explosionen und hohe Trefferrate. Na, wir bleiben mal bei dem, was wir haben. Das ist super. Dann Pistolen, haben wir da was da? Nein, Schrotflinte, haben wir noch die vom Sledge. Also die beiden können wir verkaufen. Und dann gucken wir mal hier, Sturm. Alles klar. Das TD12 werden wir verkaufen. So, damit haben wir das auch geklärt und gehen erstmal hier rein. So, erstmal verkaufe ich hier. So, und zwar das wollten wir verkaufen hier. Und die beiden Scharfschützengewehre. So, auch weg. Das gleiche gilt für den Quatsch und den Quatsch. So wie den Quatsch. So, Medikits. Kleines Medikit, das kann man mal besser was kaufen. Das könnte nicht schaden, wenn wir ein paar Medikits wieder dabei haben. Halt, nenn ich das. Na, wieder einmal zu viel gerückt. So, kleine Medikits. So, Medikits hier einmal. Genau, da nochmal noch ein bisschen mit. Da haben wir ein paar dabei. Guck mal, sehen. 300. Kapazität. Zeit. Präzisionsmunition. Ladegeschwindigkeit. Den nehmen wir auf jeden Fall mal mit hier. Da hat sich ja gleich wieder was Tolles gegeben. Da können wir nämlich das Ding hier, brauchen wir ja nicht. Wir können mal angucken, wie das aussieht. Das ist ja episch, das Ding. Wie? So, dann gucken wir mal hier rein. Munitionstechnisch werden wir bestimmt auch einkaufen müssen. Aber erstmal können wir diesen unnötigen Schild verkaufen. So. Der hat hier den Explosivs Longbow. Ja, setzen wir eigentlich nicht ein. Munitionstechnisch sieht alles super aus, bis auf Combat Rifle. Da kaufen wir ein bisschen ein. Cola haben wir ja genug. Und Granaten sollten wir auch mal einkaufen. So, vielleicht gucken wir hier mal, wie das hier aussieht. Combat Rifle, Sniper. Was kostet das Teil? Ach du Scheiße, 16.000, Alter. Da will man noch ein bisschen, wo die alte Frau lange für stricken. So. Da haben wir das auch geklärt, dann gehen wir erstmal auf Godzilla-Jagd. Das klingt schon kacke. Ich möchte ja nicht wissen, wie es aussieht. So, genau. Fahrzeug generieren. Und an den Fahrersitz ran. So. Die Frage, wo finden wir das Godzilla?
Bucky ist ein alter Kumpel von mir und damit meine ich, er ist ein Arschloch, der den Buddy meiner Mutter ruiniert hat. Er scheint in der Klemme zu stecken. Sieh zu, dass du ihn rettest. Er muss überleben, damit ich ihn später selbst kalt machen kann. Das ist schön für ihn. Ich kümmere mich erstmal um die Skaks. Wir werfen mal einen Blick auf die Map. Alles klar, da hinten in der Ecke. Aber jetzt sieht man noch was anderes Feines, und zwar die von dir. Ja, da haben wir schon die ersten Einwohner hier getroffen, die ein bisschen was dagegen haben. Rampe. Oh. Da fährt noch einer rum, aber den lassen wir mal. Wir wollen Skakzilla, wir brauchen erstmal einen Köder. Okay, ich habe ein ganz doofes Gefühl. Ah ne, doch nicht. Hier haben wir wieder eine Arena, um die wir uns dann auch kümmern. Die Frage ist so. Ja, mal Köder. So, wenn wir die Freunde mal hier ein bisschen dezimieren, du Freundchen. Machen wir die andere Variante. Drüber fahren wir den Freund hier. Räuberbanditen ja eliminiert. Finde ich okay, dass ihr mal die Hütte zusammenschießt hier. So, da scheinen wir wieder einen erwischt zu haben, aber wir müssen wahrscheinlich doch hier lieber raus aus die Karre. Weil das sieht ziemlich ungesund aus. Genauso wie der Schläger ja mit. So, 1000 XP. War es das? Scheint alles gewesen zu sein. Weil nämlich kein roter Punkt mehr auf unserem Kompass. Das finde ich persönlich immer ganz gut. Keine roten Kompasse heißt. Alles ist super. Mal gucken, haben wir Post. SMG-Munition. Da haben wir den Köder. Da gucken wir uns mal hier weiter um. Den mitnehmen. Ja, viel habt ihr ja nicht hier gelassen. Hier liegt noch was rum. Und zwar explosive Annäherungsminen. Ja, nehmen wir mal mit, können wir verkaufen. Da kriegen wir nichts raus. Hier hinten noch ein paar die Spinte. Mal gucken, was die Freunde dabei haben. Ja, Granaten und Geld. So, also unser Fahrzeug, das hoffen wir dann doch so weit wieder intakt ist, dass wir es benutzen können. Wieder aufgeladen. Einen Blick auf die Map werfen, gucken, wo wir dann hin müssen. Ach die Scheiße, ich auch nicht. Und da will ich nicht rein. Ganz und gar nicht. Aber was soll's, wir gehen trotzdem da rein. Okay. Das wird immer interessant, dann hier den Sprung zu machen. Den werden wir auf jeden Fall machen. So, Köder auslegen. Ich weiß noch nicht, ob ich das wirklich will hier. Ja, machen wir mal flinke Füße. Wir wollen einen Skakzilla töten. Nehmen wir mal so einen Feuereifer ja auch erzählt. So, Okay. Gucken wir mal, was wir da so finden können. Ja, Munition. Okay, kann man mitnehmen. Da sieht ja hier nicht so. Uiuiui, da habe ich mir aber gerade Hose gemacht. Da war ja nix. Da möchte ich nicht wissen, wer da wohnt. Und gucken wir uns mal die Kackehaufen hier alle an. Oh. Ja, den Schild, unser Schild, den wir haben, ist besser. Aber schon interessant, dass hier der nächste Riesenschild von der Atlas da gedroppt erstmal. Oh, was haben wir hier? Einmal explosiv Bouncer mit 42. Nehmen wir mal mit, da muss ich mal ins Inventar schauen. Was haben wir denn hier drin? Ah, das sind die 42er. Alles klar. Da haben wir die 42er drin. Das ist super. Was haben wir hier? Okay, nehmen wir auf jeden Fall mit hier. SMG-Munition droppt ja hier ohne Ende. So, die Frage ist. Die Frage stellt sich eigentlich heute nicht mehr. Weil unsere Zeit ist nämlich fast rum. Hier ist Ausgang. Das ist super. Ausgang ist super. Bloß ich habe die Befürchtung, dass der nicht lange offen bleibt. So, aber das Ding, das werden wir heute nicht mehr daran klatschen, weil das war es nämlich heute schon wieder mit Let's Play Borderlands. Genau, wir sind durch für heute. Die Zeit ist relativ rum. Wir haben ein neues Gebiet erreicht, sind damit in der Story ein weiter, haben den lieben Ernest kennengelernt. Also, sieht doch ganz gut aus. Also, ich bin mit meiner Arbeit zufrieden. Ihr könnt ja gerne mal reinschreiben in die Kommentare, wie ihr das unseren Fortschritt hier so bewertet. Wir haben mal gespannt, ob ich Lob bekomme oder das sind ja alle vor lauter Facepalms, die mir schreiben können. Also, ich freue mich von euch zu hören, weil jetzt kommt noch das hier.
Das Ding hier, das ist ganz überraschend, das nennt sich Endcard. Auf der Endcard gibt es wieder eine Videoempfehlung von mir. Und zwar Call of Juarez. Genau, wir haben Call of Juarez in der Junk-Ausgabe gespielt. Das heißt, das Ding hat keine 5 Euro gekostet. Und zwar The Call of Juarez, The Bounded in Black. Da lernen wir die McCalls Brüder kennen und begleiten sie ein bisschen durch die wilden Westen nach Mexiko. Mit einer sehr interessanten Story und Wendungen. Was für Wendungen und so, und was Marisha da eine Rolle spielt, das erfahrt ihr, wenn ihr guckt. Junk-Ausgabe von Call of Juarez. So, sonst der YouTube Button, der führt euch zurück zum Kanal und abonniert diesen auch gleich überraschenderweise und ihr könnt weiter stöbern, was wir so an Videos hier haben. Des Weiteren werden die Social Media Kram, Google Plus, Facebook und Twitter, da kann man immer damit machen, mich folgen, da gibt es immer ein paar Infos mehr ringsrum um den Kanal, um meine Person. So, das war's jetzt von mir, ich gehe erstmal eure netten Kommentare lesen, freue mich über alle Daumen nach oben, denn ich bin Mac Burago und sag Servus und Ade.